Das folgende Video enthält Werbeinhalte für Kreatives vom Nachteulchen, das heißt meinen Online-Shop bei Etsy, und wird daher über die gesamte Videolänge mit Eigenwerbung gekennzeichnet. Hallo, ich habe ein neues Mini-Album. Das war ursprünglich eine Auftragsarbeit. Es ist außen sehr viel mit Spitze und Glitzersteinchen dekoriert. Auf dem Cover habe ich hier noch mit Perlenstift gearbeitet. Den Schriftzug Album ausgestanzt. Hinten ist meine kleine Nachteule drauf, meine Signatur. Ja. Innen drin habe ich 5 Einheiten, 5 Seiten. Wovon 2 eine Tasche haben mit so einer großen Karte drin. Teilweise sind hier auf der Seite selbst kleinere Taschen mit kleineren Kärtchen. Und hier habe ich eine Umschlagseite sozusagen. Das sind also 4 handgemachte Umschläge übereinander geklebt. Die gehen auch alle auf, wenn auch ein bisschen schwer, aber sie gehen alle auf, sodass man in jeden Umschlag was reinstecken kann. Und es ist auch quasi hinter jedem Umschlag dann ganz automatisch Platz, um noch lose Fotos einzustecken. Also man sieht, es ist ein bisschen schwergängig. Nicht so optimal. Es wäre vielleicht besser gewesen, nur 3 Umschläge zu nehmen. Ja, die Seiten einzeln sind jetzt nicht dekoriert. Ich habe überlegt, ob ich das noch nachholen soll mit Spitze vielleicht noch so die Taschen ein bisschen zu dekorieren. Aber die Kundin wollte das nicht. Wie gesagt, das war eine Auftragsarbeit. Das Album ist insgesamt sehr bunt. Ich finde jetzt, die Papiere passen nicht so unbedingt gut zusammen. Aber die Kundin wollte das letztendlich so. Und sie ist mir aber halt, nachdem es dann fertig war, doch vom Kauf abgesprungen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es ihr dann irgendwie doch nicht gefallen hat. Oder was jetzt der Grund war. Ich zeige jetzt hier gerade mal noch, wie das Ganze mit Fotos aussehen könnte. Jedenfalls, die Kundin ist abgesprungen und deswegen ist das Album demnächst in meinem Etsy-Shop zu finden. Das Album ist insgesamt für meine Verhältnisse recht groß. Denn es hat 19 cm in der Höhe, ist 13 cm breit und 5 cm dick. Und es passen so insgesamt bis zu 85 Fotos rein, würde ich sagen. Also wie man sieht, kann man in diesem Album ganz viel verschiedene Fotogrößen und Formen kombinieren. Also ich habe jetzt mit 2 Fotos pro Seite gerechnet. Und alle in einen Umschlag ein Foto und auf die kleineren Text Vorder- und Rückseite. Also da komme ich so ungefähr auf 85 Bilder. Man kann natürlich, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, 3 Fotos auf eine Seite kriegt, wenn sie klein genug ausgedruckt oder entwickelt sind, dann zugeschnitten sind, dann passen da vielleicht sogar noch ein paar mehr Bilder rein.
Ich danke euch jedenfalls für euer Interesse und fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch eine gute Woche. Ich hoffe, ihr kommt mit der Hitze gut klar. Für mich ist es ja Traumwetter. Ich mag es lieber warm als kalt, weil ich mich da insgesamt einfach wohler fühle. Wobei jetzt 40 Grad auch für mich ein bisschen viel sind. Da geht dann mein Kreislauf auch in die Knie. Das heißt, ich bin jetzt so bei der Mittagshitze auch nicht unbedingt draußen. Aber ich genieße es dann natürlich nach Feierabend. Frühmorgens und nach Feierabend genieße ich das Wetter dann doch auch sehr. Jedenfalls euch alles Gute, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!